So, wir sind jetzt im Bassschlüssel. Es kommen jetzt alle Noten dran zwischen den Linien. Wir gucken uns das Ganze also mal an. Wir sind im Bassschlüssel, sieht man hier dran. Vorzeichen haben wir zwei Bs, nennt sich B-Dur. Dieses obere B bezieht sich auf diesen Zwischenraum, gilt also für diese Note. Das heißt, die Note heißt nicht E, sondern die heißt dann S. Und das zweite ist ein B, haben wir hier nichts, aber hier oben haben wir auch ein B, dieses hier. Und darum ist das kein H, sondern ein B. So, und jetzt geht es ganz einfach los zwischen den Linien. Das hier ist was, was eigentlich zu unserer B-Dur jetzt nicht direkt gehört. Das ist nämlich ein tiefer als das B. Das heißt, das ist ein A, das ist ein C, das ist eigentlich ein E, aber durch das Vorzeichen wird es zum S und wird 1 gedrückt und nicht 2. Das ist ein G, das ist ein B, ein D und ein F. Das sind hier sogenannte Hilfslinien, damit man die dann zuordnen kann, wo sie halt liegen. Das heißt, über der zweiten Hilfslinie liegt das hohe F, das eingestrichene F, wenn man halt genau sein will. Und das ist die sogenannte kleine Oktave. Das ist also, ja, diese Oktaven auf dem Klavier haben halt unterschiedliche Namen. Das ist die kleine Oktave, darüber liegt die eingestrichene Oktave. Und das C, was auf dieser Linie hier liegt, auf dieser, ist das eingestrichene C. Ab da heißen die Noten nach oben, also eingestrichenes C, eingestrichenes D und so weiter. So, und jetzt gehen wir mal durch und spielen das einfach mal und ich sage mal die Notennamen. Damit fangen wir erstmal an. Die Notennamen. Hiermit geht's los. Er spielt das jetzt relativ langsam durch und wir sagen einfach die Notennamen dazu. Versucht mal mitzumachen. Los geht's. S, G, D, B, A, C, S, D, B, G, B, S, C, S, A, C, G, B, G, D, F, B, S, G, C, S, B, G, B, C, G, B, S, D, B, F, C, G, S, C, A, S, B, G, S, D, F, B, S, G, C, A, S, C, G, S, B, D, B, F, B, C, G, S, A, C, B, D, F, B, D, B, G, G, A, C, G, B, F, D, S, G, B, S, G, F, D, B, G. Wem das Ganze jetzt zu schnell ist oder auch zu langsam ist, man kann in YouTube die Geschwindigkeit anpassen und verringern oder erhöhen.
Dann klingt meine Stimme, glaube ich, auch ein bisschen anders. Aber zumindest kann man das, wem das jetzt zu schnell ist, kann man das erstmal einmal langsamer abspielen und dann halt entsprechend ein bisschen steigern, wenn die Sicherheit in den Noten ein bisschen mehr gegeben ist. So, wir machen mal die nächsten drei rein. Hier geht's los. Weiter geht's. S, C, A, S, G, D, B, S, G, B, F, S, G, D, B, S, A, C, S, B, G, C, S, A, S, B, G, C, A, S, C, G, B, S, A, C, G, F, D, F, B, G, D, F, G, B, S, G, A, S, G, C, B, G, F, D, F, S, G, A, C, S, D, B, F, B, A, C, G, S, B, S, D, F, G, C, A, S, C, G, B, D, B, F, D, S, G, D, B, D, C, S, A, C, G, C, S, D, B, F, D, G, C, A, S, B, A, G. Machen wir erstmal eine Pause, jetzt machen wir die restlichen noch. Also wir fangen hier oben nochmal an. Einmal tief Luft holen, an was anderes denken. Und jetzt machen wir die restlichen zwei Reihen dann noch. Zwei Reihen plus zwei Takte. Oh. Louis, was ist? Jetzt kommt der Pudel rein, wie man hört. Und denkt sich, mit wem redet der denn da? So, es geht weiter. Und Louis haut wieder ab. So. Jetzt ist er am Horizont verschwunden. Los geht's. D, G, C, A, S, B, A, G, S, D, F, B, S, G, S, C, A, G, S, G, B, S, G, C, B, G, B, S, C, A, G, B, S, C,
G, C, S, A, C, G, S, D, B, F, B, G, S, B, D, C, A, G, S, C, G, C, A, C, D, F, G, C, S, B, B, D, G, A, C, G, B, S, C, D, B, G, S, G, S, D, B. So, das waren jetzt die Notennamen. Jetzt machen wir dasselbe mal mit Griffen. Ich hoffe, die Posaunen wissen, wie die Züge gehen. Also, die 2 ist auch Zug 2, die 0 ist Zug 1, 2 ist Zug 2, Griff 1 ist Zug 3, 1, 2 ist Zug 4, 5 mit 2, 3 haben wir nicht, 1, 3 ist der Zug 6 und 1, 2, 3 mit Zug 7 haben wir auch nicht. So, wir machen also jetzt die ersten drei Zeilen jetzt mal mit Griffen. Los geht's. 1, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2. So, war ganz schön anstrengend. Wir nehmen mal die nächsten drei Zeilen. 1, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 3,
1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 0, 0, 0. Jetzt hätte ich fast die Züge gesagt, darum bin ich ein bisschen hinterher gewesen. So, wir haben noch 2,5 Zeilen. Die machen wir noch ruckzuck, dann sind wir fertig. Hier geht's los. Und los. 0, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 0, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 0, 0 und fertig. Das nächste Video kommt bestimmt.